Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Armada 1. Wir sind inzwischen bei den Romulanern angelangt und müssen gleich die erste Mission machen mit Cloak and Dagger. Und ich würde sagen, bevor ich lange rede, starten wir gleich rein und schauen uns das Video dazu an. Admiral Sela's personal log. Our alliance with T'Rall in this Klingon war has proven to be more trouble than it's worth. In the last Klingon raid, one of our top scientists, Dr. Uldan, was captured. Uldan was working on the Phoenix Project, a new weapon essential to our war efforts. I've requested the aid of one of the Tal Shiar's top operatives to help get him back. Agent Tosan, Dr. Uldan is being held in the Klingon prison colony in this sector. We must get him before he is transferred off the prison colony. Just get me on the station. I'll take care of the rest. Okay. Research the Romulan spy and use it on the Klingon prison. Okay. Use cloaking to help stay undetected. Okay, also nicht mit Waffen einfach rein, sondern okay. Was ich aber gut finde, ist, dass es hier in dem Video auch a strong empire begins with a firm foundation. Worte erstmal finden. Okay. Station construction in progress. Dass quasi auf die Klingonen-Kampagne bezogen wird, so dass sie nicht einzeln sind, sondern dass sie quasi auch ein bisschen zusammengehören. Station construction in progress. Warbird Class. Okay. Shield, das ist das, was wir schon hatten bei den Klingonen, was sie immer eingesetzt haben. Brave to live than to die. Bauen wir erstmal die Basics wieder auf hier, ein bisschen Ressourcen, ein bisschen. Die können sich ja tarnen, ne? Dann machen wir doch gleich mal wieder den hier. Swiftly and silently. Wenn die sich auch tarnen, perfekt. Engage engines. Erst tarnen, dann einmal rumfliegen. Oh, sehe ich da gleich noch einen Mond? Ist das so? Oh, wunderschön. Ich weiß schon, was ich gleich machen werde, wenn die Station complete. Wir fliegen mal hier hoch. Proceeding. Und bauen hier oben auch gleich mal. Wir haben ja beim letzten Mal gemerkt, Dilithium kann schon knapp werden aus zwei Monden. Also wenn wir noch einen finden, wäre schon ganz praktisch. Ganz praktisch. A strong empire begins with a firm foundation. Aha. Ready to build. So fängt es also an. Sehr gut. Gut, das heißt, wieder erstmal bilden, aufbauen, schauen, wo das Klingon-Ding ist. Wir müssen dann researchen, ne? Haben sie gesagt. Wupp, schauen wir kurz. Hier müsste doch. Genau. So können wir sie nochmal anschauen. Genau, wir müssen das erforschen. Und dann müssen wir ihn einsetzen. Alles klar. Und wenn die sagen, wir sollen Tarnung verwenden, dann können die uns vielleicht nicht finden, wenn wir getarnt sind, dass sie keine Antitarntechnologie haben. Das wäre natürlich äußerst formidabel, würde ich mal sagen. Und unten haben wir... Bist du gleich fertig? Ich hoffe. Was sagt er denn? 97, 98, eine Sekunde. Station complete. Wunderbar. Dann fliegen wir da runter. Du fängst erstmal an hier. 1, 2 für hier. Und nochmal 2. Und nochmal 2. So viel können wir gar nicht angeben. Ja. Dass wir wieder überall unsere drei Verdächtigen. Station complete. Sollen wir hier vielleicht eine Beiding machen? Um zu schauen, ob hier. Hallo? Hier wer kommt? Received. Für ein bisschen mehr Sicht. Und dann schauen wir mal, ob wir die überhaupt gut verteidigen oder nicht. Oder wenn die noch gar nicht wissen, dass wir da sind, dann können die uns eigentlich nicht angreifen, oder? Er ist unten angelangt. Yes, we need to build. Is received. Station construction. Wo ist denn bei dir der Sammelpunkt? Machen wir einfach mal hier vorne. Dann können wir den letzten bauen. Ready. Ich kann mal gleich hier einsetzen. Station complete. Da fliegen sie noch rum. Ein bisschen was können wir schon. Wir haben ja schon zwei Monde gefunden. Hat sich schon gelohnt, das erkunden. Ja. Wir können nicht einfach auffüllen.
Noch brauchen wir nicht so viel Personal. Bist du auch unterbesetzt? Nein, du bist voll. Und hier oben wahrscheinlich auch. Nee, die nicht. Okay. Warum hat die da nur... Achso. Ah, falsch geguckt. Alles klar. Starship complete. Dann halten die auch mehr aus. Awaiting orders. Bitte hier meinen. Consider it done. Danke. Station complete. Ihr könnt eigentlich mal ein bisschen so weiter vorfahren, dass wir Platz haben. Vielleicht baust du einfach mal eine Plasmakanone. Receive. Ein bisschen Verteidigung schadet jetzt nicht, würde ich sagen. Du bist auch fertig. Dann kriegst du auch eine. Proceeding. Einmal Klingonen, dann können wir doch an Titan-Technologie schon gebrauchen. Das heißt, die müssen wir auch erforschen auf jeden Fall. Aber wir könnten einfach... Wie baut ihr jetzt das? Baut das? Ich überlege gerade, ob wir schon Research Station, Station bauen sollen. Die hier hoch. Received. Received. Ja, ein bisschen Verteidigung wenigstens so. Dass nicht gleich komplett überrannt wird, einfach. So. Falsches Schiff. Bitte auch eine. Received. Wenn wir die gut verteidigt haben, dann können wir auch weiterbauen. So. Also eine Forschungsstation, eine Schiffswerft, was wir halt alles so brauchen. Ah, Station complete. Eine bauen wir noch, würde ich sagen, oder so. Starship complete. Hier vielleicht noch. Oh, da, da. Ja. Station construction in progress. Also sie fliegen doch rum. Station complete. Dann ist es durchaus gut, wenn wir hier Verteidigung aufbauen. Dann bauen wir einfach noch ein Bauschiff für hier. Dann haben wir das Problem nicht. Ah, du kannst My mal. Crew is ready. Orders received. Auch hier oben. Da müssten wir eigentlich schon. Ah, okay. Der sammelt Station jetzt noch hier, complete. Aber ich hoffe dann beim nächsten Mal da oben. Das wäre sonst sehr. Ready to build. Wirklich sehr ungünstig. Ja, da kann ich nicht bauen, ne? Hier, so. Hier, hier Proceeding. Können wir bauen. What is the request? Mehr Verteidigung ist der Request. A strong empire begins with a firm foundation. Ready to work. Bitte hier oben. My crew is ready. Und du auch hier oben. Oh, da müssen wir ihnen das halt so sagen. Wenn das nicht anders geht. Awaiting orders. Hoffentlich nehmen sie dann die nächste Station zum Entladen und fliegen nicht hier zur Hauptbasis zurück. Das wäre sonst etwas ungünstig. Station complete. Einfach fröhlich weiterbauen. Oh, sehe ich da noch einen Mond? Ja. Station construction in progress. Aber einen unendlichen haben wir noch nicht gefunden. Received. Naja. Station construction in progress. So, auch hier runter. Da kommt unser Bauschiff. Wunderbar. Eine Station haben wir noch nicht gefunden oder so, ne? Ja. Hi. Ich wollte gerade sagen, ne, es sind nur Schiffe. Aber nicht getarnte Schiffe. Das könnte uns ja schon mal zum Vorteil gereichen. Station complete. What are your orders? Noch eine, bitte. Könnte ich genug haben. Station construction in progress. Können wir alle wieder wegbauen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Aber gerade, glaube ich, ist es ganz gut angelegt. Bauschiff. Na, gleich fertig. Gleich haben wir es schon, das Bauschiff. What is the request? Wir bauen eine... Erstmal Forschungsstation. Proceeding. Station construction. Ah, dich haben wir noch nicht... Jetzt weiß ich, was passiert. Ich habe das Schiff in der Mitte angeklickt und nicht die Station. Deswegen habe ich das nicht gesehen. So... Dann forschen wir gleich mal an Titan-Technologie. Der macht hier halben Salto. Station complete. Okay. Aber scheint zu funktionieren, dass sie jetzt hier oben reinmachen. Ready to build. Das ist gut. Und das funktioniert das schon mal gut. A strong empire begins with a firm foundation. With a firm foundation. Yes, of course. A strong empire begins with a firm foundation. Hier haben wir noch einen und hier haben wir noch einen. Ah, können wir uns hoffentlich gut aufbauen. Und die scheinen irgendwie nur hier oben zu patrouillieren, gar nicht hier runter. Gut für uns. What is the request? Du bist gleich fertig, wunderbar. Station complete. Dafür müssen wir wahrscheinlich Shipyard, ja, hab ich mir gedacht. Dann bauen wir auch die Shipyard. Können wir die hier unten noch so hin?
Wunderbar. Station complete. Ja, ist Satzung voll, wunderbar. Die Lithium kommt rein. Construction in progress. Wir könnten eigentlich hier noch. What are your orders? Wahrscheinlich völlig übertrieben. Aber hey. Received. What are your orders? Da fliegen die schon wieder. Sind es wieder die zwei? Ja, schaut so aus. Haut so aus. Patrouillieren halt in ihrem Gebiet so ein bisschen rum. Das heißt, wenn die leer sind, müssen wir uns die Monde noch schnappen. Aber ich glaube, da kriegen wir erst mal aus den dreien, kriegen wir erstmal schon ein paar Schiffe raus. Oh, jetzt sind wir schon noch mehr Schiffe. Ja, jetzt geht's langsam in unerforschtes Territorium. Sehr gut. Oh, sehe ich da eine Station? Ja. Eine Disruptor. Station complete. Station complete. Die hier? What Nein. are your orders? Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal hier so. Vielleicht, wenn wir können, bauen wir später noch ein paar Torpedowerfer hin. Station complete. Oder wie heißen die? Ja, Torpedo Turret. Ah, alles klar. Können wir hier denn schon. Tachyon Detection. Genau. Alles klar. New research has begun. Das heißt, wir brauchen aber hier auch so eine, weil sonst sehen wir ja nichts. Also wir bauen die hier mal hin. Du kannst jetzt schon die Schiffe bauen, aber ja, wir bauen dann diesmal Forschungsschiffe und die anderen. Da haben wir die Spezialwaffen dabei. Wobei die muss ja auch. Neutronic Inhibitor. Okay, das ist durchaus sehr praktisch. Die kann man hier bauen, ne? Die Raptor Glass. Raptor. Ja, auch sehr praktisch. Aber wir sollen ja. Officers. Nee. Sensor. Romulan Spy. Das brauchen wir auf jeden Fall als nächstes. Achso, man kann das hier gar nicht. Sonst hätte ich gleich alles in Watsch. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Müssen wir nur schauen, an welchem Schiff wir das ausprobieren können, anwenden können. My life for the Empire. Aber an dem nicht. Bauen wir mal noch. Die fliegen irgendwo rum, da können wir ja mal gucken. Nee, du bist der Falsche. Hier. How may I serve? Sensor Jammer. Nee, das ist der Sensor Jammer. Der ist es nicht. Es ist wirklich der Kleine. Wo war denn der Kleine? Hier. We lie in the shadows. Use your strike special weapon to sneak. Okay. Es ist wirklich der, alles klar. We lie in the shadows. Okay. Okay. Keine Ahnung, ob wir den dann wieder rausboxen müssen oder so. Okay, jetzt haben wir den. Dann bauen wir erstmal den hier. Können wir schon mal anfangen, Schiffe zu bauen. Das ging doch gerade hier. Dann bauen wir es hier unten. Hier haben wir ja auch noch Platz. So, ich hoffe, die können uns noch nicht sehen. Swiftly and silently. Move it. Station construction. Schaut alles sehr nach Disruptoren aus. Das wäre gut für uns. Ist es schon das Klingon-Wessel? Hallo? I'm inside. I'll update you in 2 minutes. Be ready for anything. Oh oh. Habe ich das jetzt viel zu früh gemacht? ja. Wirklich eine Streitmacht, um dich da rauszuboxen, haben wir nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, die hier zu bauen. Proceeding with ship construction. Und die hier. Falls wir doch eine Streitmacht jetzt schnell brauchen. Ups. Ich dachte, das wäre dann schon erledigt. Der beamt einfach wieder rüber und fertig. Oh, oh, oh. Ah, wir sehen jetzt alle Schiffe von denen, weil... Ja, man merkt, ich habe nicht so oft die Romulaner gespielt, aber das ist ja mal... Oh, jetzt ist vorbei. Where to? Oh, wie hoch ist das? Finde ich gut. Starship complete. Jetzt wieder zurück. We lie in the shadows. Ich bring ihn einfach mal zurück. Schauen wir mal, ob es das jetzt war. What are your orders?
Wäre auch mal schön, oder? Eine kurze, knappe Mission. Oh, zum Glück haben die keine Antitan. Oh, die haben ja aber richtig gut Dilithium hier. Aber das sind, glaube ich, keine unendlichen, ne? Das sind nur normale. Mhm. Also der Spy, also ist ja weg. Wir sehen nichts mehr. Das heißt, ich würde sagen, der Spy ist wieder hier auf dem Schiff. Und muss wahrscheinlich hier zurückgebracht werden. Ah, und dann startet vielleicht der Angriff. Dann fangen wir schon mal an, die zu bauen. Ready to build. Und mit dir bauen wir mal noch die Forschungsstation. Hast du noch hier? Ja. Received. Nicht, dass jetzt gleich Vergeltungsschlag kommt, weil sie feststellen, dass der weg ist oder so. Der geklaute Wissenschaftler. In progress. Ah, da ist er wieder zurück. We serve only the Tal Shiar. I have Dr. Roldan. I just need to find a way off this floating piece of junk. Build forces to escort Tosan and Dr. Roldan safely to your starbase. Sind jetzt ganz alleine da oben. What is the request? Ah nee, das ist unser Erkundungsding. I am yours to command. Hä? Hm? Starship complete. Als Prison, ja? Prison-Kolonie. Okay, ja, statt Kräfte aufbauen, dann machen wir das einfach. Dann tun wir dies. Wir haben so viel Dilithium, wir können uns noch ein Bauschiff holen. Dann hier mal Verteidigung aufbauen. Ein bisschen. So. Ready to build. So, bauen wir einfach mal hier. Proceeding. Weil anscheinend doch vielleicht gekämpft wird, so vielleicht. Received. Ah, jetzt kann man den Mond anschauen. Station construction. Ist kein unendlicher. Auch kein unendlicher. More crew is required. We lack the soldiers. Hm, kann man hier oben durch? Nope. Wir sind hier also, man muss hier. Hm, gute Lage, gute Lage. Station complete. Hm. Wir fangen hier einfach mal an zu forschen. Ready to build. Einfach zu Verteidigungszwecken bauen wir hier einfach mal eine Sternbasse hin. Ich meine, wir haben es ja dicke. Warum baust du nicht? More crew is required. Ah, Station more crew. I see. More crew is required. 500. Station complete. Ah, I see. Okay, wir müssen also da mehr aufbauen. Das heißt, er fängt hier auch nicht an. Hm? Ah, die haben wir hier gar nicht. Auch kein Problem. Ja, wir brauchen jetzt gerade alles für Schiffe, ne? Die hier sind eigentlich soweit fertig. Das heißt, wir können dann eigentlich dich hier, more brave to live than to die. I've stolen a ship from a starbase. Package is secure. It's not going to take long for them to discover he's gone. I'm going to need support immediately to make it back to base. Ups. Okay, also es ist genau das passiert, was ich mir dachte. Wir müssen jetzt ganz schnell mit euch hier hoch. It is more brave to live. Wo ist es? Was ist das? Okay, also könnte es sein, dass wir gleich nochmal neu anfangen müssen, weil wir haben ja Kräfte hier in der Nähe. Proceed, Centurion. Wir schicken einfach schon mal dahin. Kann ich dir sagen, Guard Disc? How may I serve? We have engaged the enemy. Head to these coordinates. My life for the Empire. Ah, jetzt haben sie sie. How may I serve? Okay. It is more brave to live. Okay, oh, okay. Oh, ja. Okay. Ja, das erste Mal, dass wir es nicht geschafft haben. Also, herzlich willkommen zu... Ja, es ist nichts passiert. Wir fangen jetzt einfach neu an. Cloak & Dagger. Ah.
Ah, da sind wir also. Ah, wir müssen das erforschen, okay, und dann den da rausholen. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, bauen wir lieber erstmal eine Streitmacht auf. Dich hier. A strong empire begins with a firm foundation. Ja. So. I am yours to command. Das war schon mal ganz gut so zu Anfang, einfach um das. Nein. Das, I am yours to command. Das bitte nicht. We serve only the Tal Shiar. Du bist getarnt. Du bist getarnt. Du bist getarnt. Alles klar. So. Dann proceed. Fliegst du mal gleich hier hoch. Only the Tal Shiar. Nein. Proceed. Ich hier, so. Proceed. Bitte, danke. Okay, also wir brauchen sehr viel mehr Kräfte. I see. Geht klar. Da war unser Aufbau ja doch gar nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. Eieieiei. Ja, er baut hier oben gleich mal Station complete. Das hier. Proceeding. So, dann ready baust du schon mal die hier, weil die braucht so lang. Proceeding. Wir brauchen die ja auf jeden Fall. Die ist Station ja schon mal sehr wichtig für uns. Okay, ja. Jetzt bauen wir uns halt nochmal auf. Dachte mir schon, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, dass wir da einfach hochkommen und wieder runter können. Ah. Ja gut, wir müssen ja auch mal schauen, was passiert, wenn man es nicht schafft, ne? Faktorbeam. Die haben alle 20.000 immer, oder? Ja. Eins so. Wäre das so der Standard von den Monden. Ich dachte, vielleicht gibt es größere und kleinere oder so, aber die schauen doch alle sehr gleich aus. Ready to build. Das braucht noch. Station complete. Ah, wenn er hier fertig ist, dann fliegst du gleich mal runter. Fangen wir schon mal an, bei allen drei abzubauen, weil dann kriegen wir ein bisschen was parallel rein. Das sollte uns hoffentlich bei der Entwicklung helfen. Dass wir uns quasi schneller ausbreiten können. Ja, dann bauen wir uns eine. Eigentlich können wir auch. Brauchen wir vielleicht die gar nicht die großen, wenn die da nur mit Bird of Prey und so kommen. Dann reicht es vielleicht ein paar, so 4-5 Flotten von den kleinen Schiffen, um den einfach zu beschützen. Ja, dann müssen wir gar nicht so weit machen. Dann sind wir schneller. Auch gut. What are your orders? Baut schneller, das sind meine Order. Hier können wir erstmal. Ja, noch einmal Crew. Aber die haben sonst so wenig Verteidigung, das ist nicht ready gut. To build. Ja. Proceeding. Aber wir wurden überhaupt nicht angegriffen hier unten. Station construction in progress. Du kannst gleich mal anfangen mit. Okay. Die hier bitte mal aus dem Weg, vielleicht hier hoch. Proceed to coordinates. Oh nice, oh die Stimme ist sehr schön. Proceed. A strong empire begins with a firm foundation. Dich bauen wir zuerst und dann bauen wir lauter von denen. Die sammeln sich bitte hier. Und ja, wir sammeln auch dich voll. So. Wir könnten auch einfach, wir haben ja die Lithium ziemlich viel. Daneben unten hier so eine Sternbasis sollte reichen zur Verteidigung. Und ja. Das sollte eigentlich reichen. Station complete. Ready to build. Wie viel braucht es? 2000, ne? Ja, da warten wir kurz. Ah, jetzt wird wahrscheinlich gleich ein Schiff fertig und dann wird uns wieder die Lithium geklaut, aber naja. Kriegen das schon noch hin? Komm, ein Frachter noch. 150 haben wir doch drin. Oder? Ist voll, ja. Und wie viel ist das jetzt? 150, ja, genau. What are your orders? Ah, da wird gebaut. What is the request? Der Request hierhin bitte. What is the request? Station complete. So. Ne, wir bauen jetzt erstmal die hier, damit wir die Lithium kriegen. Das ist erstmal das Wichtigste. Die haben ja nur hier oben patrouilliert, die sind ja nicht, also wenn die jetzt runterkommen. Ja. Brauchen wir erstmal mehr Schiffe hier zum Abbauen. Starship complete. Da kommt das erste. Das fliegt bitte hier runter. Confirmed. Confirmed.
Warte, sie oder der Große? For the Empire. Proceed. Ah, nee, es waren die hier, ne? My life for the Empire. Lay in a course. Na? Tis more brave to live than to die. Na, wann sagt Proceed das denn? Proceed to coordinates. Proceed. Ah ja, das gefällt mir. wir brauchen noch. Wir haben eins gebaut, zwei, drei, vier. Das sind die, die wir brauchen. Alles klar. Mehr machen keinen Sinn, weil wird dann auch nicht so viel effizienter. Ready to work. Du fängst auch gleich mal hier Orders unten an. Received. Orders received. Yes. Baut schneller. Wir brauchen mehr und mehr. Dann bauen wir uns einfach eine Armee von denen hier auf und greifen mit denen an. Vor allem die können ja My life for the Empire. Raptor in einer Range. Das könnte richtig gut werden, weil wenn wir die in der Nähe positionieren und quasi um das Bauschiff rum dann alle einfach die Waffen deaktivieren, das müsste unserem Bauschiff oder halt dem Geklauten da ziemlich helfen, würde ich sagen. Received. Ich will jetzt erstmal die Lithiumproduktion drankriegen, dann bauen wir Fernbasis, dann Schiffe und dann auf geht's. Dann, die bräuchten wir eigentlich auch noch, request? Aber 1000, ja, und das können wir. Proceeding. Können wir uns gönnen, die bauen wir schon mal. Ich glaube, wir können trotzdem noch die Lithiumschiffe bauen hier. Ja, die werden verfolgt. In progress. Na, wo fliegt ihr hin? Ich hoffe nicht zu mir. Hier bitte. Confirmed. Confirmed. Yes. Ah, die letzten zwei. Und dann regnet es Dilithium für uns. Da, da, da. Dann können wir auch schon mit unserer Flotte direkt hier warten und den gleich garden hinterher. What are your orders? Das heißt, wir erforschen bei denen alle, weil da müssten ja auch die von denen hier drin sein, ne? Metronic Inhibitor, der müsste da auch dabei sein. My crew is ready. Hier bitte. Station complete. Station complete. Ah. Ist es hier? Tachyon. Gen Sensor Channel, das ist der. Detection New crew. Research has begun. Mhm. Ja, das ist gut. Also ich glaube nicht, dass sie gecloaked sind, aber What are your orders? Wir gehen einfach mal auf Nummer sicher und bauen Proceeding. Überall einen hin, Ready dass wir build. Die auch finden. Received. Starship complete. Ihr baut den einfach mal hier hin. Proceeding. Ah, da ist der letzte. Sehr gut, jetzt haben wir alle Frachter, die stehen hier in Position. Ach, they ein bisschen are no match for our cunning. Station construction. Das hier auch in Ruhe schön abbauen können. Ah, das ist sehr forsch, dann bauen wir dich. New research has begun. Station complete. So. Brauchen wir überhaupt Verteidigung für die? Ich glaube fast, wir könnten das so lassen, ne? Dann sparen wir uns das Silizium. Bauen direkt hier Proceeding with ship construction. Unsere Flotte auf. Ready to build. Brauchen wahrscheinlich noch einen auf der Seite, weil das so Proceeding. Groß ist hier, der Bereich. Schön, wie er sich hier immer dreht, ne? Kleiner Salto. Hoffentlich wird der nicht schlechter drin. Aber nee, die haben bestimmt Trägheitssensoren, Dämpfer und so. Station construction in progress. Mhm. Der baut. Aber weil wir dann sehr viele Schiffe brauchen, wir sehr viel Dilithium kriegen. Who is not. Starship is complete. Ja, genau. Genau. Ist mir schon klar. Ich dachte, da steht vielleicht, wie man die bekommt. Station complete. Weil wenn man die zum Beispiel durch mehr Sternenbasen bekommt, dann brauche ich natürlich mehr Sternenbasen. Aber steht da leider nicht. Mit einer Crew. Centurios.
Ja. Lithium, was steht hier? Mhm. Okay, ja. Station construction in progress. Weil hier steht auch nichts, ne? Hey. Demontieren, nein, bitte nicht. Stopp. Ah, jetzt geht schon los. Lack of soldiers. Okay. Das heißt, zwei Schiffe zuerst bringen es gar nicht. Dann schauen wir mal, ob die sich schneller aufbilden, wenn wir eine Sternbasis bauen. Dann wissen wir es. A strong empire begins with a firm foundation. Mhm. Ich meine, die Lithium kriegen wir. More crew is required. Alles klar. So, das heißt, wir müssen hier. Kriegen wir die Crew back? Canceled. Ja, kriegen wir. Alles klar. So. Sonst wird gerade nichts gemacht. What are your orders? Du brauchst, glaube ich, 800 Crew war das. Ja, genau. Ja, dann warten wir mal kurz, bis sich das aufgefüllt hat. Ja, jetzt geht's eigentlich ganz gut. Station grade. Complete. Das wäre jetzt halt. For additional crew. Operation Center for additional crew. Allows for upgrade of up to 6 additional Centurious quarters to increase total unit capacity. Ja, okay. Construction. Okay. Das erste vielleicht. For additional crew. Maybe. Schauen wir mal. Also sonst müssen wir ewig warten. Wir haben zwar dann zwei Schiffswerften, aber es kann ja ewig dauern dann. Das wollen wir ja auch nicht. Nicht dich, bitte. Jetzt wollte ich. Nein. Wir klauen jetzt keine Crew. Ready to work. Wir warten jetzt auf die Crew. Vielleicht bauen wir den sogar eher hier hin. Ist er da näher? Nee, das ist alles ein bisschen so. Aber hier ist ja gleich die Sternbasis. Dann bauen wir die lieber hier hin so. Jetzt haben wir es ja gleich. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das hilft oder nicht. Ich hoffe mal schon. Das Logo hier schaut auch cool aus. Jetzt haben wir endlich hier die. Die bauen also wirklich was ab. Okay, aber nicht besonders viel, glaube ich, ne? Ja. Gut, die brauchen ja auch nicht viel, wenn auf einmal die Warbirds überall erscheinen, ne? Das, ja. What is the request? Vorteil vom Computer halt. Gleich haben wir es geschafft. So, fertig? Jawohl, bau bitte Sternbasis. Und ich würde sagen, mit dieser Sternbasis im Bau ist doch ein guter Zeitpunkt. Ja, wir machen jetzt erstmal nichts Spannendes. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier einfach Folgenende. Nächste Folge geht's weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und hoffen, dass wir diesmal das Bauschiff beschützen können. Wir werden's sehen. Also, bis dahin, bis zur nächsten Folge.